Giro, als ich jetzt gemerkt habe, dass das Moratorium gar nicht durchkommt, dann würde ich sagen, lieber auf 5 Jahre mal gehen und nach 5 Jahren wieder befinden, wäre das Letzte, dass wir dann nichts haben. Ich glaube, mit 5 Jahren könnte B-Zeiten leben. Und ich glaube, da würde ich dann noch stellen. Aber sie wissen noch nichts von dem. Das ist mir einfach noch im Hintersack, oder? Moratorium. Was er gemacht hat? Das ist nicht der öffentliche. Nein, er hatte einen Moratoriumsantrag eingereicht. 5 Jahre. Du sagst, qu'il allait faire ça? Ja, er hat mir es gefragt, gesagt, und ich habe ihm, gesagt, wie er es formulieren kann. Ja, und was ich davon halte. Ja. Also nein, er hat mich gefragt, was ich denke und so. Also ich habe mit ihm schon Gespräche geführt, wo ich gefunden habe, eigentlich wäre 10 Jahre besser. Und wenn er natürlich sagt, schau, 10 Jahre habe ich keine Chance, aber vielleicht heisst es 5 Jahre. Ich finde, dann muss man über das reden, oder? Johannes. Ja. Qu'est-ce qui se passe avec le moratoire? Bis jetzt haben wir 3 Moratoriumsvorschläge gehabt. Einer von der Maya, 10-jähriges Moratorium, das haben wir gewusst. Ist klar. Dann haben wir 2 andere. Aber jetzt ist noch der Kunz gekommen. Der Kunz will ein Moratorium für 5 Jahre. Das zeigt natürlich schon, dass es ein Kompromiss ist, nicht? Aber immerhin, es ist ein Moratorium. Und das ist ein schlechtes Signal für die Wissenschaft in der Schweiz, für die Forschung im Pflanzenbiologie-Bereich. Du enttäuscht? Ja, ich bin enttäuscht. Et puis, tu penses que ça va changer quelque chose pour le vote final? Ja, jetzt fehlt uns, es fehlt uns wieder einer. Es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp. Es gibt keine schöne Formulierung. Ohne, ich würde mit dem Maldiven. Ich meine, wenn du hier schreibst, außer Futtermittel, das begreift kein Mensch. Nein. Und es ist auch nicht logisch. Es ist nicht logisch, eine genderfreie Schweizer Landwirtschaft auf Futtermittel zu geben. Ich sage einen Kunz, er sagt er hat ja den, er ursprünglich hat, schon mal viel. Ich weiss, was er hat mir angeschrieben. Und dann habe ich ihm aber noch gesagt, ich habe ihm dann noch eine Einschränkung gegeben. Wie bringst du jetzt etwas von dir ab? Ja. Vertrauen. Oh. Nein, einfach auf 5 Jahre. Und dann hat er, habe ich dann aber noch gesagt, du, aber bei mir sind ja die Freisetzungen drin. Mm-hmm. Und das hat er ja dann noch mm-hmm. rausgenommen. Der Rest ist halt gleich drin geblieben. Mm-hmm. Ja, das macht jetzt mm-hmm. nichts. Aber ja, und ich meine, sonst, wenn ich jetzt den Walter finde, dann möchte ich keine Aufhebung mehr. Also Ricklin ist okay, noch nicht mehr. Wenn der Kunz sein, dann kann ich doch nicht gegen den Kunz stimmen. Das geht doch nicht. Weil, weißt du, bei der SVP muss ich dir ehrlich sagen, es gibt nicht mehr Stimmen, ob der Kunz den Antrag bringt oder nicht. Aber weißt du, die EVP ist kantisch nachher auch. Ist auch. So eine Grüne. Wobei, das sagen sie auch jetzt. Also ja, das sagen sie natürlich bei allen. Die, die nicht aber weiss, sagen sie immer. Kunz kann man nicht sagen, sie nein. So eine Grüne. Nein. Einen Einfluss hätte. Ja. Das Problem ist einfach, wenn es hat und nachweisbar ist, kannst du deine Milch nicht verkaufen. Oder die Fleisch nicht verkaufen. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Also bei der Veredelung ist ja das wieder anders, als wenn du direkt ein Produkt hast. Oder wenn du jetzt einen Weizen hast, der Gentechnik verändert ist, und ein Brot, das ist klar. Aber wenn das über eine Tierveredelung geht, Simonetta will, glaube ich, auch dann sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Oder? Ja. Aber das ist der wunde Punkt im ganzen Leben. Genau.
Wie findest du den Vorschlag jetzt? Ja, wir müssen es eben noch anschauen. Ja, wir müssen es noch anschauen, genau. Ja. Ich habe selber vorher gesagt, wenn du ein Futtermittel über, jetzt hast du 5% Soja in der Erwischung und dort ist vielleicht 5% Gen verändert, oder? Und jetzt verfütterst du das in den Säunen oder in den Kühen und das Milch und Fleisch kannst du ja nicht mehr nachweisen, das ist veredelt noch einen, oder? Das ist eben die Frage. Ja, wenn du Antibiotikaresistenz gegen ein Futtermittel hast, kannst du das unter Umständen der Milch oder im Fleisch nachweisen. Das ist dann wieder, wieder ein Thema. Oder? Was stört dich denn an Varianten von Kathi Rickling? Das hinterste Start. Pflanzenschutzmittel, oder? Das ist. Die könnte ich jetzt auch nicht sagen, was jetzt gentechnisch verändert ist. Pflanzen, das ist ja wieder ein ähnliches Problem, oder? Wenn ich jetzt ein Fungizidspritz, der auf dieser Technik aufgebaut ist. Also, das tue ich nicht unbedingt den Weizen gentechnisch verändern, oder? Ja gut, also, du bringst es natürlich aus in den Boden. Also ich meine, wenn du wenn in dem Pflanzenschutzmittel gentechnisch veränderte Organismen hat und du auch in den Boden rein tust, dann hast du natürlich einen Boden. Wenn man Rickling nehmen will, müsste man sicher am Nord der Bass aussieht, du einfach neu. Das bisherige kannst du nicht. Sonst kommt das auch hure Sache, oder? Frau Rickling hat ja einen ähnlichen Antrag gestellt wie ich. Und voraussichtlich werde ich meine zurückziehen zugunsten von der Frau Rickling. Du weißt noch nicht genau, was du machst. Also 90% werde ich zurückziehen. Ja, aber jetzt sind wir eben im Gefährdungsbereich, oder? Jetzt sind wir im Gefährdungsbereich. Und du, weißt, ich muss dir jetzt ehrlich sagen, ich muss mich verlassen auf die Juristen. Ja, aber das ist, warum haben die Chemie hat ja das akzeptiert. Das tut euch ja mehr weh. Und ich finde, wenn man dann, ich persönlich wäre, also ich bin so für das Moratorium, aber ich persönlich bin nicht so versessen, weißt du, auf das Moratorium, ich bin eher versessen auf eine starke Haftpflicht. Du musst schauen, die Hürden, die wir jetzt schon haben, oder bei einer Bewilligung, das kann bis zu 7-8 Jahre gehen, wenn es bis vor Bundesgericht geht. Das sind so viele Hürden jetzt eingebaut, dass es schon de facto, verstehst du, wenn sich ein Forscher sagt, wenn ich so viele Hürden habe in diesem Land, ja, zahle ich mich noch. Hä? Hörst du auf? Pour demain, tu sais si ça. Ich weiß nicht, ich muss jetzt dann noch mit Kunz sprechen. Hä? Ja, also ich möchte ihn fragen, wie es aussieht. Ja, jetzt kommen sie wieder zurück. Fast dieselbe Krawatte. Also, ist gut, ich gehe etwas trinken. Ja, also weißt du, die SVP, die lässt sich von der FDP einschüchtern. Und niemand weiß, was. Nein, ich glaube nicht. Ich muss mal nachher ein bisschen sondieren. Also. Die Kartoffeln sind gekocht. Dass wir in der Schlussabstimmung wenigstens eine Chance haben. Wenn es gelänge, oder? Wenn Nehrenk mitmacht, ja. Oder mit 12 zu 13. Du glaubst, dann können ja. Wir das Gesetz ablehnen. Mit dem Antrag willst du ja nicht durchkommen. Also. Nein, aber ich hoffe, dass einer wenigstens durchkommt, gell, wenn wir es diskutieren. Was machst du mit ihm? Also ich werde meine mal aufrechterhalten und noch auch zugunsten von der Rickling zurückziehen. Mhm. Und das wirst du wahrscheinlich, also deine Video, die werden gegenübergestellt. Ja, genau. Können. Dann gibt es dann einfach mal eine Schlussabstimmung, Moratorium, ja oder nein, oder? Ah, du ziehst deinen zurück, dann eben zugunsten. Also wenn es natürlich geht wie heute. Also dann wird ja eine Version durchkommen. Also die CVP hilft ja. Ja, das ist ja. Ich oder wie fast gewohnt, oder? Wie beim Herrn Nehrenk bin ich nicht sicher. Der, ja, gut, weißt du das? Ich bin nicht sicher. Nehrenk, das stimmt. Na ja. Was glaubst du? Also ich glaube, der wird zustimmen, im Moratorium. Glaubt ihr jetzt eh? Also.
Le vote sur le moratoire, ce sera demain après-midi. Sepp, Fischmoratorium, weißt du, das wäre noch für dich gut. Das hätte er schon eine Gegenfrage gehabt.